Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin! Heute machen wir einen richtig schönen Rollbraten auf dem Drehspieß. Und damit trotz der Kälte, denn das ganze Ding machen wir richtig schön pikant mit Jalapenos, das knallt, und welche weiteren Zutaten wir brauchen, seht ihr jetzt in der neuen Folge von Schwagers Barbecue. Viel Spaß beim Zuschauen. So, folgende Zutaten werden heute benötigt. An erster Stelle haben wir hier den Schweinenacken. Der ist so knapp an die 3 Kilo schwer. Dann gehen wir hier mit den Zutaten weiter. Wir haben 2 Bäckchen Hirtenkäse. Wir haben Bohnen, wir haben Mais, wir haben Jalapenos, die sind scharf, deswegen nur nur eine kleine Menge. Dann haben wir 4 kleine Zwiebeln und 2 rote und 2 orangene Paprikas bereits vorgeschnitten. Wir haben das Pick 'n Chick von Moester Barbecue und wir haben hier von Hauptstadt Griller das Röstmalz und Rauch. Wir werden das Ganze jetzt in die Rolle reinpacken, dann schön mit dem Garn verbinden oder umwickeln und dann geht's auf den Spieß. So Leute, jetzt kommen wir zum Nacken und den werden wir jetzt so nach und nach aufschneiden. Es wird jetzt kein Schmetterlingsschnitt sein, aber wir versuchen den so aufzuschneiden, dass wir den auch später ordentlich füllen und rollen können. Und der aller Anfang ist schwer. Wenn ein bisschen was daneben geht, ist auch nicht schlimm. Man muss nur darauf achten, dass das immer ungefähr die gleiche Dicke ist. So einen guten Zentimeter, vielleicht kriegen wir es noch dünner hin. Ja, und das machen wir erstmal die ganze Zeit weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, das Fleisch ist soweit aufgeschnitten, ja, oder aufgefaltet. Jetzt rubben wir das Teil ordentlich mit Pick 'n Chick von Moester Barbecue. Pick 'n Chick sagt schon alles, ist für Hähnchen und Schweinefleisch geeignet. Und wir geizen damit auch nicht, wir machen ordentlich was drauf. So Leute, eingerubbt ist das gute Stück jetzt. Jetzt nur noch den letzten Arbeitsschritt, noch ein bisschen alles überall verteilen, leicht andrücken, damit es auch schneller wirkt sozusagen und ins Fleisch eindringt. Ja, und im nächsten Schritt benutzen wir schon die Barbecue-Soße von dem Hauptstadtgriller. Nehmen die einfach mal mit der Hand und verteile die schön über die ganze Fläche. So, das Ganze auch ebenfalls schön einmassieren, gut verteilen, dass überall was dran ist. So, als nächstes geht es mit der Paprika weiter. Die Paprika bringt hier nicht nur Farbe ins Spiel, sondern auch richtig schön viel Feuchtigkeit. Die Paprika haben wir extra kleiner gewürfelt, damit das nicht so nachher, ja, damit es einfacher ist zu rollen. So, im nächsten Schritt nehmen wir unseren Mais und den verteilen wir auch grob überall hin. Was ich vergessen habe zu erwähnen, wir lassen vorne einen bestimmten Teil lassen wir frei. Das ist das Ende, was nachher sozusagen als Abschluss gelten wird. Weil wenn wir die ganze Geschichte zusammenrollen, wird sich das alles weiter nach hinten drücken. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Abschluss muss vernünftig stattfinden. Von daher, Rub und Soße ist in Ordnung, aber die Füllung kommt da nicht drauf. So Leute, die Füllung ist jetzt drauf. Das ist ein richtiger Kavemsmann geworden. Das hat gut an Höhe gewonnen. Jetzt presse ich das hier noch einmal gerade ein bisschen drauf, damit das alles nicht so auseinanderfällt. Boah, ist das am Siffen, ey. Richtig, am Siffen. Aber ja, ich versuche mein Glück und roll das jetzt zusammen. Und vielleicht sollten wir das nicht filmen. Quatsch. So, ich versuche so eng wie möglich anzufangen und alles mitzunehmen. Da quillt das hier raus. Dann müssen wir nachher aufpassen und richtig bandagieren müssen. Ich frage mich gerade insgeheim, ob ich noch Bacon habe zum Verpflegen dieses Loches hier. Wenn du Glück hast, rollt sich das genau hier drüber. Richtig nice. Ja, so. Perfekt. Alter, so, und jetzt am besten nicht anfassen, so in den Grill reinlegen. Nein, Quatsch, wir wickeln das Ding jetzt nur ordentlich zusammen und dann packen wir es auf den Spieß und dann geht's raus. So, die Rolle ist soweit gewickelt. Ich habe mir Mühe gegeben. Hier und da ist das nicht schön geworden, aber insgesamt hält das ganz gut eigentlich. Ja, und jetzt, das Einzige, was wir nur noch machen müssen, ist das Ding einfach nur noch hier aufspießen. Und das machen wir jetzt hier. So, ganz vorsichtig, schön mittig durchziehen. Es geht sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel Füllung damit rauskommt. Nicht viel. Gut,
Dann haben wir unser Ziel erreicht. Hier stecken wir jetzt die Gabeln richtig rein. Vorher habe ich geguckt, dass es einigermaßen mittig vom Spieß ist. Und jetzt das Gegenstück dazu. Sehen zu, dass alle Enden so ein bisschen mitgenommen werden und drücken diese auch richtig schön ins Fleisch rein. So. Und machen es nur noch fest. Hier und da fällt jetzt noch die Füllung raus. Aber nachdem es spätestens 2-3 Mal rotiert ist, kommt dann nichts mehr. So, ab zum Grill. So Leute, wir sind mittlerweile draußen im Garten angekommen. Unser Anzündkamin glüht durch und wir benutzen heute etwas Neues für uns, und zwar die Marabou-Kohle von McBriquette. Ja, die ist wirklich genial verköllert worden und das sind richtig ordentliche Stücke. Und ja, so ein Qualitätsmerkmal für gute Kohle erkennst du daran, an so einem metallischen Klingen. Ich hoffe, man hört es jetzt. Als ob man vielleicht auch so Porzellan aufeinander schlägt. Und ja, je höher dieses Klingen ist, desto höher ist auch dieser Kohlestoffanteil in der Kohle. Und desto besser und sauberer verbrennt sie. Und ja, wir freuen uns drauf, die heute mal benutzen zu können. Die sondert jetzt schon eine richtige gute Hitze ab, hält aber auch lange die Hitze. So sagt es der Hersteller. Das werden wir heute einfach mal ausprobieren. Und ja, jetzt sind wir bereit, Kohle in die Kohlekörbe zu tun. Und dann kommt schon der Drehspieß in Action. So, unsere Kohle ist weitestgehend durchgeglüht, außer die 2 Stücke, die wir eben zu Testzwecken noch oben drauf gelegt haben. Jetzt verteilen wir die Kohle links und rechts in unsere Kohlekörbe. Eieiei, ist das eine Hitze. Herrlich. Und mal ordentliche Stücke bei. Das gefällt. So, und damit wir uns unseren herrlichen Kugelgrill nicht vollsauen, packen wir jetzt hier noch eine kleine Conchi rein. Wie heißt das Ding? Conchi? Also ihr wisst, vom großen schwedischen Möbelhaus, das in die Mitte. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch von Muesto Barbecue der Aufsatzring drauf, mittig zentriert, so dass der Spieß schön in der Mitte läuft. Ja, apropos Spieß, zu dem kommen wir jetzt. So Leute, der Augenblick ist gekommen. Wir testen heute mal die Kapazität von Muesto Barbecue. Dieses Schätzchen wiegt ungefähr knappe 4,7, 4,8 Kilo. Ja, fackeln wir nicht länger rum. Rinn damit. Wunderbar. So, das ganze Ding machen wir jetzt auch an. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch, das Gegengewicht auszutarieren, dass es hier ja, schön rund läuft. Deckel drauf und gut ist. Unser Rollbraten hat sich schon gemütlich gemacht und den wollen wir jetzt nochmal räuchern. Und vor ein paar Wochen haben wir was von der Räucherwerkstatt bekommen. Ein richtig schönes Bundle von unterschiedlichen Räucherhölzern. Und ja, für uns beide neu ist Birne. Hat so einen süßlich-herben Geschmack, gibt das Ganze ab, angeblich. Das testen wir heute mal aus. So richtig schöne Chunks, die dabei sind, und die kommen jetzt in die Glut. Und da nehmen wir uns jetzt mal so 2-3 große Stückchen. Hier ist ein Duft, das ist der Wahnsinn. So, und das legen wir jetzt einfach ungewässert einfach hier drauf. Zack. Und dann machen wir auch wieder den Deckel zu. So. Und das Ganze lassen wir jetzt ja bei ungefähr 180 Grad für die nächsten 1,5 bis 2 Stunden schön drehen. Und eine angestrebte Kerntemperatur ist 75 Grad. Wir werden das immer mal wieder ja, checken, ausprobieren und ja, zeigen euch zwischendurch mal ein paar Impressionen. So Leute, 3 Stunden sind rum, es ist bitter kalt. Eine gute Sache hat's, nach 3 Stunden ist unser Rollbraten fertig und den holen wir jetzt einfach mal vom Grill runter. Oh, guckt euch das Moped an. Hier liegt ein absolut genialer Duft im Carport. Ist gut zurückgegangen, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist gut zusammengezogen und was man nicht ja, übersehen kann, ist die dunkle Farbe. Das ist jetzt, für den einen mag es vielleicht ein bisschen zu dunkel sein oder verbrannt wirken, ist es aber auf gar keinen Fall, sondern das ist einfach nur die Raucheinwirkung. Kurze Randinformation, wir haben ungefähr nach einer guten halben, dreiviertel Stunde, haben wir nochmal 3-4 Stückchen
von dem Birnenholz nachgelegt. Wir operieren das jetzt mal raus, dann decken wir das Ganze noch ein bisschen ab, lassen es ungefähr 10 Minuten noch ruhen und dann machen wir mal einen beherzten Mittelschnitt. 10 Minuten sind rum, der Zeitpunkt ist gekommen und jetzt machen wir einfach mal einen beherzten Mittelschnitt. Es schneidet sich wie Butter. Es schneidet sich wie Butter und... Leute, ist das mal ein Anblick oder ist das mal ein Anblick? Ey, super saftig, einfach nur geil. Und ich werde jetzt mal eine schöne Trille von runterschreiben, schneiden. Und Swaggy, komm schon mal rum, jetzt wird probiert. Oh, sieht das gut aus. Jeder nimmt sich mal... diese Kruste an. Es ist herrlich. Geil. Ich nehme mal so ein Mittelstück hier. Mm. Los. Cheers. Bros. Mm. Die Kruste ist ja geil. Mm. Absolut geil. Also die Kruste, die schmeckt wie beim Pulled Pork. Richtig schön rauchig, hundertprozentig. Boah. Leichte Schärfe kommt durch. Mm. Von den Jalapenos. Schallert aber nicht so viel. Nee. Also wenn man schärfer mag, auf jeden Fall noch ein paar mehr Jalapenos mit reinpacken. Von der Füllung her fühlt sich mega. Das an wie so ein Taco, wie so ein... Wie ein Fleischtaco. Ja, wie so ein Fleischtaco, ne? Also hundertprozentig. Der Käse ist jetzt zwar nicht so zerlaufen, wie wir es vielleicht erhofft haben, ja. Aber trotzdem, das Fleisch ist super saftig. Man schmeckt die einzelnen Komponenten durch. Und ja, sowas muss heiß gegessen werden. Wir bringen es jetzt rein, die Gäste warten, wir freuen uns drauf. Und Leute, macht's unbedingt mal nach. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann zeigt das mit dem Daumen nach oben, kommentiert unser Video und abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.